Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir ein neues Showdown-Duell zwischen den beiden Spielern Nacho Fernandes von Real Madrid und Zinchenko von Manchester City. Es geht nicht nur ums Einzug ins Champions League-Finale, sondern auch um meine Aufwertung in FIFA von Plus 2. Denn der Gewinner dieser Partie, beziehungsweise ja, die Mannschaft oder der Spieler, der dann am Ende ins Finale einzieht, bekommt eine Showdown-Karte mit plus 2. Also dementsprechend werden sie dann 91 bewertet. Der Verlierer geht dementsprechend auch leer aus. In diesem Video schauen wir uns Nacho Fernandes mal im Detail an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Spieler ca. 90.000 Coins. Das ist natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. 89 ist er aktuell bewertet. Die Karte, ja, sieht auf den ersten Blick sogar richtig spannend aus. Normal ist ja Nacho Fernandes nicht unbedingt für sein High-End-Pace bekannt. Ich glaube, so viel Pace hat er in der Gold-Version nicht. Ich schaue nochmal gerade. Jo, 78 ist aber eigentlich ganz okay. Jetzt hat er ein Upgrade bekommen auf 87. Das sieht sehr spielbar aus. Und man muss aber auch sagen, Real Madrid geht mit einem leichten Handicap ins Rückspiel. Aber dann, ja, im eigenen Stadion. Und da hat man vielleicht dann die besseren Karten. War ja wirklich ein sehr ereignisreiches Spiel. 4:3 ging es für Manchester City aus. Also man muss ein Tor nochmal zumindest mehr schießen, damit man weiterkommt. Und weiterkommen wollen wir jetzt hier natürlich auch. Bevor ich euch hier noch eine Predigt halte, ist ein IV, 90 Def, 90 Physis. Ich bin mal auf die Stats gespannt und wow, der kommt einfach mal mit 86 Balance. Ich weiß, da guckt nicht jeder hin, aber ich finde das für einen Innenverteidiger enorm wichtig, dass der Balancewert inzwischen ja, schon so einen gewissen Wert hat. Und hier hat er 86. Auch die Physis, 93 Sprungkraft, 91 Ausdauer, Stärke 89, Aggressivität 89. Das sieht schon richtig stark aus. Und er hat auch, ich muss sagen, gute Arbeitsraten für einen IV, gering, hoch. Nimmt man gerne mit und den Ball treten wird er auch mit dem linken Fuß, beziehungsweise doch mit dem linken Fuß kann er es auch, denn 4 Sterne schwacher Fuß, das ist gar nicht so verkehrt. Kurzer Pass 87 und die Pace bringt er mit. Wenn er ein Upgrade bekommt, absolut wilde Karte, muss man ganz ehrlich sagen, gibt man ihm Shadow. Ich würde ihm noch ein Shadow geben, denn er braucht noch ein bisschen Tempo. Dort hat er Sprintgeschwindigkeit zwar 90, man bringt es quasi mit Shadow aufs Maximum. Aber am Antritt, da ist so ein leichter Versatz und da muss man ein bisschen nachhelfen, deswegen Shadow. Aber dann ist die Karte auch overall, ja, schon bockstark. Okay, das soll es erstmal so zum ersten gewesen sein. Er hat noch den Teamspielerbonus. Okay, nimmt man mit. Dann rein in die SBCs. Dort haben wir 3 an der Zahl. Preis habe ich euch genannt. Circa 90.000 Coins insgesamt zum aktuellen Zeitpunkt und wir gehen rein in die erste SBC. Wir brauchen einen Spanier, einen Team of the Week Spieler, Teamgesamtbewertung mindestens 82, Teamchemie mindestens 75 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür etwas über 3 Tage Zeit. Ich gucke mal gerade, wann das nächste Spiel ist. Ja, alles on the fly. Einen Moment. Okay, weiß ich selbst nicht. Ich glaube, das müsste der Mittwoch sein. Der 4.5. um 21 Uhr geht's los. Ja, ich denke, kurz vorher um 19 Uhr wird EA dann die SBC beenden. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür ca. 24.000 Coins. Und jetzt kommt die nächste SBC und hier brauchen wir wieder einen
Beziehungsweise haben wir vorhin einen Real Madrid-Spieler gebraucht? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir brauchen einen Real Madrid-Spieler. Teamgesamtbewertung 83, Teamchemie 65 und natürlich 11 Spieler. Natürlich haben wir in der letzten SBC einen Spanier noch zusätzlich gebraucht. Okay, dann würde ich sagen, auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die zweite SBC gelöst und zum Preis sogar etwas günstiger, denn wir brauchen hier keinen Team of the Week Spieler, ca. 16.000 Coins. Kommen wir nun zum Abschluss dieser SBCs, auch drei an der Zahl, das ist echt wirklich, da hätte auch eine SBC ausgereicht für den Preis von 90.000 Coins. Aber gut, so hält man die Preise ein bisschen für Low-Futter ein bisschen aufrecht. Okay, dann die letzte SBC. Hier brauchen wir mindestens einen La Liga Santander-Spieler. Also erste spanische Liga. Team of the Week brauchen wir auch einen Spieler. Teamgesamtbewertung mindestens 84, Teamchemie 60 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die letzte SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt für die letzte SBC ca. 50.000 Coins. Das soll es gewesen sein. Wir haben noch zwei, wir haben noch ein paar kleinere Packs. Nimmt man mit, nicht der Rede wert. Aber ja, auf jeden Fall, ich sag mal so, ist ein fairer Preis. Kann man mitnehmen, man kann spekulieren, dass vielleicht das Real weiterkommt. Man kann natürlich auch spekulieren, dass City weiterkommt. Ich denke, in Madrid ist alles möglich, von daher stehen die Chancen, ich würde nicht sagen 50-50, denn klar, City hat den Torvorteil, aber es ist einfach, wer das Spiel gesehen hat, es ist einfach alles möglich. Von daher, gerne mal eure Meinung zum Spieler in die Kommentare, gerne auch mal ein Like da lassen, würde mich sehr, sehr freuen. Falls ihr Lust auf Pack-Openings habt, dann kommt doch gerne vorbei auf Twitch, dort werden wir zum TOTS spätestens dann ab Montag reingehen in die Packs und hoffentlich dann auch Picks. Und die machen wir dann, ja, unzählige Upgrade-Packs und Picks auf. Also seid gerne dabei. Ich würde mich freuen, wenn man sich dort sieht. Dort übrigens auch dann mit einer Livecam. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.